So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Kameraeinstellungsfolge. Warum ist der in letzter Zeit so schief? Die ist, aber wenn man hier so guckt, die Kamera hier, da ist das oben, sieht man da so durch und da ist es nicht so, ne, die Bildschirme irgendwie. Ah, okay, ja, gut. Für, also sieht schon besser aus. Okay. Naja, besser als davor. Auf jeden Fall. So, wir spielen mal weiter hier den Creative Server. So, einmal das. Einmal was? Vollbild. Und einmal in OBS-Fenstermodus. Hat ja gut geklappt. Nee. Ja, sieht gut aus. So, du wollt ja OBS das gleich finden. Dort sieht gut aus. Ah, genau, wir waren ja hier in unserem Feld. Wo alles soweit gewachsen aussieht. Das heißt, wir können hier direkt mal weitermachen. Ich hatte heute ein paar Sachen auf der Agenda, aber zuerst machen wir hier nochmal einen Rundumschlag bei den Feldern. Warum höre ich nichts? Sind meine Kopfhörer. Ah, meine Kopfhörer waren leider eingestellt. Ein bisschen lauter, so ungefähr. Ah, geht sogar noch ein bisschen lauter. Das Schöne ist für euch jetzt immer gleich laut. Das ist sehr praktisch. Bei euch passt es immer. So. Was ich doch gerne nochmal probieren würde, wäre das Rhabarber. Da war ja letztens, dass es nicht gewachsen war. Alles hier ist gewachsen, außer das Rhabarber. Ich glaube, Sören hat recht. Das Rhabarber würde mich wirklich ärgern. Letztens haben wir immer nur einen bekommen pro Dingsterbumster und jetzt ist es doch das Einzige, was noch nicht gewachsen ist. Alles fertig. Komplett. Außer dieser Scheiß. Ist irgendwas kaputt? Ist dieses Feld cursed oder was? Sehr interessant. Na gut. Dann halt noch nicht. So. Da, 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 da. Schön viel Hanf. Oder was auch immer das war. War das Hanf? Doch, war Hanf, ne? Das war Hanf, ja. Ganz genau. Gut. Und Vanille. Oh, ich freue mich schon auf Vanille. Wenn ich mal dahinter zerfahre ein bisschen. Wie fühlt sich das gerade ein bisschen träge an, oder? Direkt mal probieren. Aber die Tür ging sofort. Wenn ich jetzt abbaue. Nö. Oh, das war falsch. Nö, doch. Reagiert sofort. Okay. Hat sich gerade so ein bisschen, gerade ein bisschen verzögert angefühlt alles. Aber liegt wahrscheinlich an der Drops-Mod. Dass die nicht immer sofort arbeitet, sondern teilweise ewig braucht, bis bis man als Spieler die Items wirklich aufsammelt. So. Ich habe übrigens jetzt ein paar Sachen repariert gehabt. Das sage ich dann gleich. Und zwar gibt es wieder diese Computer-Mod. Also nicht die Laptop-Mod, ne, die hat er, ja, aber die Computer-Mod, die ist jetzt wieder mit drin. Sodass ein bisschen weniger Anon Blöcke wieder da sind. Kann ich dann gleich am Spawn zeigen. So. Sonnenblume. Wir machen erstmal das andere und was dann noch übrig bleibt an Fläche, Anbaufläche, machen wir mit diesen Sonnenblumen-Dingern voll. Weil davon haben wir schon relativ viele. Minzsamen haben wir mittlerweile auch schon 30. Eieiei. Warum habe ich Blaubeeren? Oder hatte ich die schon im Inventar? Kann sein.
So. Minzsamen haben wir hier. Minzblatt brauchen wir erstmal nicht. Die Dinger können wir direkt wieder einpflanzen, ne? Irgendwie so war das. Können wir die auch direkt wieder einpflanzen? Werden wir sehen. So, Sojapott. Hanfsamen brauchen wir. Vanille können wir auch, glaube ich, direkt einpflanzen. Und das hier, mal gucken. Wahrscheinlich auch, ne? Also, sieht erstmal so aus. Okay. Dann machen wir das mal. Ich mache mir erstmal hier meine Hungerleiste erstmal hier auf voll. So, nicht, dass wir aus Versehen irgendwas essen beim Versuch, die anzupflanzen. Eigentlich wollte ich noch. Egal. Fangen wir halt mit dem an. So, hier wollte ich anfangen. So. So, jetzt die Frage. Genau, das können wir direkt anpflanzen. Und das hier wahrscheinlich auch. Perfekt. So, perfekt. Hiervon haben wir leider nur 7 bisher. Das vermehrt sich leider eher langsam. Aber wir haben schön viel Vanille. Ah, sehr geil. Ja, für Sonnenblumen bleibt da fast kein Platz mehr übrig, ne? Ich meine, gut, so viel Sonnenblumen brauchen wir auch nicht und wir haben es mittlerweile schon ein paar. Okay, gut, kann man eine einzige Reihe sind, aber vielleicht doch ein bisschen sehr wenig. Okay. So, hieraus können wir. Achso, können wir mal direkt 5 Stück. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Weißt du was? Dann lücken wir damit noch die Füllen. Ja, nee, ist klar. Dann füllen wir damit noch die Lücken. Wo auch immer wir welche haben. Hier war alles voll. Hier hat einer gefehlt. Dann haben wir noch einen übrig. Verdammt. Und sonst irgendwo haben wir natürlich keine Lücken mehr. Alles andere ist bereits komplett voll. Ja, kann passieren. Okay. So. Was ich auf jeden Fall. Die kommen behalte ich. Weil ich gerade wegwerfen, aber nö. Genau, dann haben wir das Feld schon mal den ersten kompletten Durchgang durch. Weil ich glaube, es sogar schon der zweite Durchgang war. Sehr gut. Guck mal, da wächst nämlich auch so eine hässliche. Ich finde die halt von der Optik her total hässlich, ne? Können wir da jetzt direkt sowas hier pflanzen? Oder einen von diesen Saatdingern? Nee, Saat geht nicht. Und die gehen auch nicht. Schade. Ich kann jetzt wirklich nur die Dinger wieder einpflanzen. Sehr hässlich. Na gut, dann ist es so. Haben wir also doch eine Daseinsberechtigung. Alles wieder wunderschön hier. Die Dinger brauchen immer ewig zum Wachsen. Ansonsten habe ich mittlerweile mal beim. Habe ich gar nicht geguckt, wie weit das Ding jetzt gerade ist. Mal eine Frage gestellt. Ach so, siehst du? Muss ich erstmal hier. So. Wegen Radioaktivität, dass man quasi hier auch die Radioaktivität sehen kann, wenn man in, ne, radioaktiv verseuchten Gebieten ist. Dass man dafür eine Mod hat, mit der man das anzeigen kann. Also wenn da irgendjemand ein bisschen Ahnung von Lua-Programmierung hat, weil das hat dann doch eine etwas umfangreichere Mod in dem Sinne ist, dass sie halt auf anderen Mods basiert und ich da halt keinen Plan habe. Aber was ich halt gerade quasi suche, ist wirklich eine Mod, die denn sich hiermit einfügt, wie alle anderen Dinger, wo man halt so ein Radioaktivitätssymbol vielleicht noch hat, aber ansonsten halt so einen hellgrünen Balken, der normalerweise halt leer ist. Und wenn man Radioaktivität ausgesetzt ist, der halt immer weiter ansteigt. Ich weiß, Radioaktivität hat keine Grenze, aber es gibt ja irgendwie so einen Cut-Off-Wert, glaube. Und das dann einfach von 0 bis zum Cut-Off-Wert, der bald nochmal weiter ansteigt. Und man damit sieht, aha, man ist gerade im radioaktiven Gebiet. Dass wenn man Schaden bekommt, man weiß, woher dieser kommt. Und man halt auch so schon weiß, oh, ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Ne?
Wäre ganz cool. Mal gucken. So viel Aktivität da war in dem Thread jetzt noch nicht. Habe ich auch gestern erst gepostet. Ja. Von daher. Ja, mal schauen, ne? Wäre ganz interessant. So. Bob. Und Fenstermodus. So. Jo, mal gucken. Okay. Ja, keine Ahnung, womit das Rhabarber ein Problem hat. Normalerweise ist es immer super schnell gewachsen und siehst du vielleicht was letztens, wo wir das letztens alles abgeerntet haben, war das ja auch noch gar nicht fertig. Und wir haben deswegen immer nur eins zurückbekommen. Kann das sein? Das wäre mal richtig räudig. Würde aber zumindest, ne, würde alle Vorkommnisse erklären. Weil A wächst es jetzt sehr langsam. Es kann also sein, dass es letztens auch sehr langsam gewachsen ist. Und dementsprechend, als wir das ganze Scheiß abgebaut haben, noch gar nicht komplett ausgewachsen war. Und das würde dann nämlich auch erklären, warum wir überall nur eins zurückbekommen haben. Statt halt mehrere. Wäre also bloß noch die Frage, warum es so langsam wächst. Aber wie gesagt, alles andere, wie man sieht, schon komplett fertig. Und Rhabarber wächst normalerweise sehr schnell, soweit ich weiß. Aber das hier wächst ja gar nicht. Okay, was ist hier los? Hä? Interessant. Da habe ich letztens einfach ein Loch gelassen hier. Cool. Klauen wir dich mal kurz. Hey, komm her. Klauen wir dich mal kurz und dich mal kurz. Oder machen wir. Achso, okay, einer hätte gereicht. Kommst du wieder hin? So. So und so. Lol. Gut. Das wäre das. Dann würde ich jetzt mal ganz kurz Artirat ist im Spiel beigetreten. Hallo. Ich würde mal ganz kurz rausgehen und als Walker reingehen. Und zwar hat sich hier beim Spawn einigermaßen was getan. Zum einen ist hier alles leer. Warum ist hier alles leer? Okay. So, alles wieder voll. Sehr schön. Da hinten. Die ganzen Server sind wieder da. Yay! Ab jetzt kann ja mein Test-Server also wieder auf den echten Servern laufen. Und muss nicht mehr bei mir auf den Laptop laufen, sondern, ne, wie man sieht, richtig alles hier vollgestackt mit, ja, AMD Epics. Deswegen, der Server hat jetzt richtig Rechenleistung. Er hostet sich quasi selbst. Wenn man so möchte, ja. Ja, nee. Vor allen Dingen halt auch die ganzen anderen Sachen, also hier in den Häusern, die ganzen Sachen. Hier könnte ich die meine Rechner wieder hin, ne, mein Rechenzentrum wieder hinstellen. Auch wieder hier richtig mit Bildschirm, Drucker und Rechner hat funktioniert jetzt wieder alles. Die Mod hatte nämlich tatsächlich einen Bug gehabt. Und zwar, wenn man zum Beispiel den Laptop aufgeklappt hat und zugeklappt hat, ist der Server immer abgestürzt. Das war dann wahrscheinlich auch der Grund, weswegen ich die Mod damals deaktiviert hatte. Weil nämlich mit dem Einzug von Mindtest 5.1 oder 5.01 oder irgendwie so, hat sich nämlich ein bisschen die API geändert. Und diese Mod ist halt Asbach veraltet und hat deswegen halt noch alte API-Aufrufe. Und die hat dann immer dazu geführt, dass dann der Server sich immer abgeschalten hat, wenn man hier was auf und zu geklappt hat. Die API-Aufrufe habe ich jetzt manuell selbst umgebogen auf die neuen API-Aufrufe. Und das funktioniert die Mod wieder. Ja, läuft also wieder alles. Genau. Hi. Ja, genau. Wollte ich euch nur hier so gezeigt haben. Ansonsten, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Tada! Das Dorf von Toadei. Ich weiß immer noch nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Ist gewachsen. Es ist schön, es ist groß und es wird immer größer und er baut mittlerweile auch hier mit meiner Strecke um, weil er hier einen richtigen Bahnhof bauen möchte. Ne, ich lasse ihn erstmal komplett freie Hand, also mal gucken, was daraus wird. Ich bin schon sehr, sehr gespannt.
Meine kleine schöne Baustelle, die ich hier hatte, ne, war ja so, dass der Weg unterbrochen war. Ah, ne, war hier. Dass der Weg unterbrochen war und die Gleise so ein bisschen kreuz und quer lagen, so als Baustellen-Style. Ne, hat jetzt natürlich alles weggemacht. Und hat auch hier hinten die Sachen erstmal weggemacht und macht hier erstmal einen Endbahnhof, sodass quasi zwischen dem Bahnhof und dem Bahnhof erstmal keine Verbindung ist. Und dann können wir später gucken, ob wir das noch dann entsprechend vergrößern. Weil die beiden Gleise hier, die führen ein bisschen nirgendwo hin, ne? Das Gleis hier endet da hinten einfach. Das Gleis endet direkt hier. Und das Gleis ist ja das, was zu meiner Let's Play-Hütte geht und zu dem kleinen Bahnhofsabzweig. Wasserabzweig. Es geht hier runter und dann geht's hier dahin. Ne? Aber ansonsten sind die Gleise halt bisher alle ohne Funktion. Und dementsprechend, ja, hat er die auch erstmal hier getrennt. Bis wir dann genau wissen, was wir daraus dann später machen. Aber wie gesagt, erstmal lasse ich ihm da komplett freie Hand. Und wenn er irgendwann an einem Punkt ist, wo ich ihm dann helfen kann, dann helfe ich ihm halt. Aber ich will ihm halt zu nichts drängen oder sowas, sondern er soll in seinem Tempo arbeiten, wie er es möchte, wie er Zeit hat. Und vor allen Dingen auch, wie er halt Lust hat. Ne? Bringt ja nichts, wenn ich ihm da irgendwie irgendwas aufdränge. Die Sonne geht gerade unter. Ne, ist ja auch blöd. Deswegen, ich lasse ihm da komplett freie Hand. Der kann machen, wie er möchte, was er möchte. Aktuell nutzt er sowohl das Gebiet, als auch habe ich ihm schon die Rechte für das Gebiet eingeräumt. Also kommunikationsmäßig. Hier wäre ja dann quasi bloß mein Haus und Sörens Shop. Das heißt, hier kann er sich dann vielleicht später irgendwann mal auch austoben, wenn er sich mit Sören abgesprochen hat, wie in dem Shop. Hier wahrscheinlich eher weniger, weil hier ist ja schon eine Menge. Ne? Hier ist mein Lager, Sörens Hotel und und die Burg von wie auch immer der hieß. Miniminaut. Okay. Ist der kleine Bruder von Astronaut. Ja. Genau. Von daher. Aber wie gesagt, erstmal tobt er sich in dem Viertel aus und schwenkt höchstens auf den Viertel rüber. Und die beiden sind dann noch komplett leer. Also, ja, abgesehen von dem, was er erst gebaut hat. Von daher sehe ich da überhaupt kein Problem. Da kann er sich erstmal schön austoben. Ja, wie gesagt, wie er Lust und Laune hat. Ich mache ihm da absolut keine Vorgaben, whatsoever. Er hat auf dem Gesamtspawn-Gebiet Schreibzugriffe. Er kann also tatsächlich machen, was er möchte. Jo. So werden von mir Leute belohnt, die so schön bauen. Weil man muss einfach zugeben, das sieht schon geil aus. Das sieht schon echt, echt cool aus. Kann man nicht anders sagen. Vor allen Dingen, was ich persönlich ja immer mag, so technische Sachen, ne? Also das hier und diese Mühle, ne? Sachen, die so ein bisschen technischer aussehen. Das ist ja so genau mein Style. Ja. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Wie gesagt, hier ein neues Hotel von Sören. Ich mache mal wieder Tag, damit man es ein bisschen besser sieht hier. Hatte ich ja. Ah, hier deutsche Flagge. Auch wenn ich nicht weiß, warum deutsche Flagge. Ich meine, gut, es war ein German Server, aber ich persönlich hätte da eher die japanische Flagge hingemacht. Oho! Entschuldigung. Nee, ja genau. Wollte ich gerade sagen, deutscher Server. Nee, Sörens Hotel, so rum. Hier bis mit Parkallee. Ist noch nicht fertig. Er hat ja auch ein Schild drin gemacht. Was steht eigentlich drauf? Open soon. Ah. Okay. Sieht von der Außenfassade denn noch ein bisschen kahl aus. Vielleicht will er da auch noch ein bisschen was machen, weiß ich nicht. Aber er meinte, er will zum Beispiel noch die Inneneinrichtung machen. Jo, genau. Das soweit erstmal dazu. Ansonsten hat sich am Spawn meinerseits halt nur soweit getan, dass wie gesagt die Computer wieder funktionieren. Und mehr halt erstmal so nicht. Genau. Das also soweit dazu. Autsch, ich bin verletzt. So. Nur damit ihr das auch mal gesehen habt. Achso, und ich habe beim Spawn, direkt über dem Spawnpunkt, hat er weit in der Luft um meine kleine Experimentierinsel immer geflogen, geschwebt.
Die habe ich jetzt abgebaut, die gibt es nicht mehr. Das heißt, wenn man jetzt am Spawn nach oben guckt und eine relativ weite Sichtweite hat, dann ist wirklich blanker, freier Himmel und nicht, dass da irgendwie so ein weißes Viereck da über einem rumschwebt. War zwar früher ganz witzig, aber erstens habe ich in letzter Zeit da kaum noch experimentiert. Und zweitens habe ich halt immer das Problem oder immer die Angst, dass wenn ich am Spawn zu sehr baue und dann mein Test den Schatten aktualisiert, ist am Spawn selber halt dunkel ist, weil halt die Insel drüber schwebt. Ne, konnte ich bisher immer vermeiden. Aber wenn ich dann mal doch Fixlight mache, weil irgendwas anderes schief läuft und ich halt mit Fixlight das korrigiere, hätte ich ab dann am Spawn einen Schatten. Und damit das einfach nicht mehr passiert, damit dieses Risiko nicht mehr besteht, habe ich die Insel da oben halt abgebaut, weil, wie gesagt, mangels Nutzung. Tja, ich bin immer gespannt, hier mit der Gleisanlage, ob denn hier tatsächlich alles funktioniert, wenn wir denn wirklich irgendwann anfangen, hier Züge fahren zu lassen. Toadis scheint das ja zu mögen, dass wir dann später vielleicht auch Züge fahren. Ich weiß aber nicht, ob meine Anlage dafür ready ist, ne? Weil die haben relativ weit Ausschwenkbereich, einen relativ großen Ausschwenkbereich. Und an solchen Sachen, die hängen die sich gerne auf, dann fahren sie einfach nicht weiter. Genauso, was ein Problem sein könnte, wäre hier der Zaun zum Beispiel. Dass, wenn der Zug hier ankommt und hier um die Kurve fährt, er hier an dem Zaun hängen bleibt. Und solche Sachen. Da muss ich dann auch schauen, ob wir das lösen, und wenn ja, wie wir das lösen. Tunnel sind, glaube ich, auch ein Problem. Auch die sind nicht weit genug gebaut. Die müsste ich dann auch noch ein bisschen verbreitern. Also vor allen Dingen den Kurvenbereich halt. Den müsste ich verbreitern. Da, wo die Züge halt ausschwenken. Weil darauf ist die Anlage noch nicht so sehr getrimmt. Hallo? Kommt immer her? Was muss mit euch? Ja, also so viel dazu. Man sieht also noch, man sieht also schon, ein bisschen Bauarbeiten haben wir noch. Was ist eigentlich hier? Hier ist noch diverser Stuff drin, ne? Ja. Ist ja auch immer noch Stuff drin, ne? Oh Gott. Ha. Lol. Jo. Gut, ist hier mittlerweile wieder ein bisschen was gewachsen? Nö, noch nicht weit genug. Das wächst einfach nicht. Nee. Einmal mit Profis arbeiten. Ich sag's euch. So. Mache jetzt mal kurz hier ein bisschen alles raus. Und versuche das mal ein bisschen wegzuräumen. Ich bin noch mittlerweile am Überlegen, ob ich diese automatischen Türen erstmal deaktiviere, weil dieses Auf- und Zugehgeräusch, das geht halt schon dezent auf den Sack, ne? Ich weiß nicht, ob man das irgendwie deaktivieren kann, aber ich glaube, die Dinger lautlos schalten, also diese Pisten oder wie die heißen, die kann man, glaube ich, nicht einstellen, dass sie lautlos sind. Könnte ich höchstens mal gucken in der Mod, ob ich einfach die Zeile, die den Sound abspielt, dann einfach entferne. Also die Mod-Modde. Ja, aber das müsste ich halt auch erstmal tun. Oder ich baue so eine kleine Schaltanlage noch ein, dass man die Dinger einfach ausschalten kann, dass die Türen dann immer offen sind oder so. Mal gucken, ob man das relativ gut realisieren kann, weil dann brauche ich ja wieder Mesekon-Anlage und dafür sind die Wände wahrscheinlich nicht dick genug, um da noch Kabelanlagen zu integrieren. So, was haben wir hier eigentlich alles? Wir haben hier, soweit ist hier alles voll. Sonnenblumen könnte ich hier unten noch mit reinklatschen. So, Geigenkopf, was ist das denn schon wieder?
Haben wir auch gar nicht angebaut, ne? Kann man das anbauen? Ich lasse das erstmal hier im Inventar, beziehungsweise packe es erstmal wieder hier in die Tasche mit rein. So. Hier haben wir kein Zeug drin, okay. Und hier ist bloß meine Reservetasche. So, Äpfel. Erstmal da rein. So, was ist das für ein Scheiß? Riesenbaumfarn-Setzling. Baumfarn-Setzling. Die Frage ist, wozu brauchen wir dieses Farn? Was kann man damit machen? Ah, kann man essen. Okay, ist also reine Nahrung, wie es aussieht. Hä? Farnknolle kann man gar nicht produzieren? Oder muss ich die Dinger erstmal einpflanzen, damit da sowas rauskommt? Verstehe ich gerade nicht. Stachelrahmen. Okay, daraus kann man ein bisschen Farbe machen. Sehr schön. Interessant. Okay, ich würde mal sagen, warte mal kurz. Achso, ich sehe erstmal hier. So, schon ein bisschen leerer. Die Blaubeeren kann ich schon mal wegpacken. Und die müssen irgendwo hin, die müssen irgendwo hin. Da würde ich mal sagen, wir packen die beide. Haben wir hier so Gewürze? Ja, hier. Da so und da so. Perfekt. Ja, und die beide, die packe ich erstmal ganz ehrlich da und da rein. So. Da stören sie nicht. Wobei das Zeug packe ich lieber oben in die grüne Kiste rein. Also mit dem ganzen Grünzeug. So, die war hier. Siehst du, ich würde mal ganz kurz gucken, läuft eigentlich unser AKW noch? Oder ist der mittlerweile schon wieder aus? Der ist immer noch an, tatsächlich. 1%? Was soll das heißen? Ist er gerade mal zu 1% ausgelaufen oder zu 1% verbraucht? Ich dachte, der hält eine Woche. Die Woche ist doch schon locker fast rum. Wenn nicht sogar komplett rum. Aber hier zum Beispiel, ne, hier bei dem Ding, da wäre halt geil, wenn man jetzt hier so Balken hätte, der je näher man kommt, immer weiter anwächst, sodass man genau weiß, an welcher Position wie viel Radioaktivität entsteht. Das wäre halt geil. Meine, gut, für solche Aktionen könnte man noch einen Geigerzähler benutzen. Aber gerade wenn du halt irgendwo in den Boden reinbaust und dann bei Uran vorbeikommst, dass du das was halt direkt merkst, bevor du daran stirbst, wäre schon geil. Ja. So viel erstmal dazu. Jo, dann würde ich mal sagen, wie spät ist es? Oh, schon 28. Okay, gut, dann machen wir dann am besten für die Folge erstmal Feierabend. Und sehen uns dann zu einer späteren Folge dann wieder. Bis dann. Thank you.